ist ein Spind, da ist ein Kittel drin. Notizbuch, Toilettenpapier. Oh, ein Schutzanzug. Earl Grey Tee. Spannend. Notizen. Digitaler Bilderrahmen, nimm mal mit, der ist was wert. Notizbuch. Oh, da wird schon wieder geschossen. Beide tot. Hey. Ist. Achso, die Dietriche habe ich ja dem. Ach, da oben steht noch einer. Ich muss jetzt erstmal kurz gucken, dass wir hier oben. Chuck tot. So. Jetzt können wir erstmal unten anfangen zu looten. Gehen wir erstmal hier unten gucken. Geh doch mal da weg. Tür. Was ist das? Dichtmittel. Das nehmen wir mal mit. Ich habe gelernt, ich kann Verbände draus bauen. Leer. Schade, Bier hätte ich jetzt auch eins genommen. Genprobe, Molekülextraktor. Sonst ist hier nichts Nützliches, ne? Ich bin zwar für Kampfprobe, ja. Ich passe auf Ihren Besitz auf, Captain. Das ist gut. Wie viel, Vasco hat aber auch anscheinend. Vasco hat anscheinend auch ein Inventar. Sekunde, ich wollte mal nach meinen Dietrichen gucken. So. Da war ich schon. Da bin ich ja gerade rausgekommen. Dann gehen wir mal hier gucken. Das sieht aus, als wäre der Gehirn. Also, ganzer Toter dran. Die haben ja auch noch irgendwelche Pflanzen gezüchtet. Mhm. Ganz schön aufregend. Vielleicht das Futter für das Gefieze, was hier gelebt hat. Hier ist noch mehr. Da ist ein Arm, Bein, irgendwas drin. Und da, das könnte ein Herz sein. Ich will da jetzt nicht so optimistisch sein, aber. Ja, nimm das Toxin mal mit. Wer weiß, wofür es gut ist. Hier drüben. Da ist noch irgendwas. War das dunkel? So, hier haben wir das Dietrich-Ding. Ich möchte das mal probieren, was es da gibt. So, Moment. In Folge 1 der Geschichte machen wir das. In Folge 2 machen wir gar nichts. Da brauche ich. Moment mal, die nehme ich aber auch nicht, ne? Nee. Hä? Sehr verwirrend. Was? Nein. Mach das mal rückgängig. Sekunde, wenn ich jetzt. Das ist doch. Das verwirrt mich. Wenn ich das hier reinstecke, ist blöd. Ne? Dann bleiben zwei übrig und die zwei kann ich nicht benutzen. Das heißt, es müssen drei benutzt werden. Es müssen die sein. Weil die passen hier rein. So, und das hier, das, warte, das machen wir im Kollektiv,
dann bleibt doch einer übrig, oder nicht? Den stecken wir einfach mal da rein. Ha! Doch noch geschafft. Auch hier. Ist, was ist hier? Schreibtischschale mit Erde. Das ein, da das jetzt hier abgesperrt war, muss doch hier irgendwas... Ah, da gibt es nochmal einen Computer, das ist ja schön. Hier ist noch ein Safe, aber ich habe jetzt keine Dietriche mehr, oder doch? Ich müsste noch ein Set haben. Ach du Scheiße. Warte, das... das, nee. Aber das vielleicht. Auch nicht. Ihr könnt es so machen. Dann habe ich noch den übrig. Könnte sein, dass der da passt. So, und der wird hier hingehören. Und der wird hier hingehören. Wow, das alles für ein paar Credits. Ist jetzt mal so, dass es da irgendwas gab, was so richtig... Splittermine, Junge. Interessieren tut mich am meisten der Computer. Was aber auch daran liegt, dass ich wissen will, was jetzt hier passiert ist. Warum das hier so aufgegeben wurde. Zeige ich mal. Krieg, Phase 2, Pürschiger, Thermoparasiten. Oh, das ist noch ein Jahr später. 5. Januar 2308. Wir sind im Krieg. Durch Gründung der Kolonie auf Vesta zwingt das Freestar Collective die UC zum Handeln. Über ein viertes Sternensystem zu herrschen wäre eine Anmaßung ohnegleichen und ein krasser Verstoß gegen den Vertrag von Narion. Unsere Diplomaten streben nach einer friedlichen Lösung, doch der Rat der Gouverneure wollte nicht hören. Für sie ist Vesta keine Kolonie, sondern bloß ein unbedeutender Farming-Außenposten. Netter Versuch. Allem Anschein nach passen die Red Devils und die Stalker perfekt zusammen. Es gab nicht einen einzigen Verlust, ein besseres Ergebnis können wir uns nicht wünschen. Die Verteidiger auf Vesta wurden komplett überrumpelt, daher auch die Todesrate von 93%. Dies ist ein großer Tag für die Red Devils, die United Colonies und die Xeno-Kriegsführung. Anmerkung, mir ist durchaus bewusst, dass diese geheime Anlage im Raum der Freestar Collective liegt. So läuft das nun mal. Phase 2. Endlich ist es soweit. Warte mal, das war 2008, das auch. Das ist auch am 5. April. Endlich ist es soweit. In einigen erfolgreichen Missionen mit den Red Devils haben sich die Stalker als die erhoffte Waffe erwiesen. Also erweitern wir unseren Bereich. Das Mast hat die nächste Phase für diese Anlage endlich bewilligt. Projekt Patchop geht nun in die zweite Phase. 18. April. Unsere Arbeit an den Stalkern ist offiziell eingestellt. Die Red Devils haben schon genug Kreaturen und waren seit mehr als einem Jahr nicht mehr zur Ausbildung hier. Falls sie noch mehr brauchen, holen wir sie einfach vom Planeten und statten sie mit NSIs aus. Ab jetzt liegt alle Aufmerksamkeit auf Phase 2. 1. Mai 2308. Von zivilisierten Welten bis zu entlegenen Außenposten, überall schlagen die Piloten sich mit der Thermoparasitplage herum. Mir erging es im Raumhafen von New Atlantis vor 4 Jahren nicht anders, weil die Crew diese lästigen Viecher erst von der hinteren Schubdüse entfernen musste, verspätete sich mein Flug. Da sie von Hitze angezogen werden und sich durch irgendeinen endothermischen Prozess von ihr ernähren, sind die Schubdüsen der perfekte Ort für sie. Ein Nachbrenner... Ausstoß halten sie ohne Probleme aus. Die Probleme hat nur das Schiff. Ist es befallen, fällt die Effizienz der Schubdüsen um 3 bis 5% ab. Die Arbeit mit den Thermoparasiten ist zwar interessant, war bislang jedoch nicht völlig erfolgreich. Wir haben 11 davon im Labor und sieht man davon ab, dass sie Wärme absorbieren, sind sie völlig unschädlich. Aber was wäre, wenn wir sie als Waffe einsetzen könnten? Womöglich ließe ihre Hitzeabsorption sich so verstärken, dass diese Schiffe lahmlegt. Noch besser wäre es, den Prozess umzukehren, sodass sie ihre Hitze auf das Schiff übertragen. Leider fehlen uns dazu aktuell noch die Mittel. Das ist interessant, interessant, interessant. Habe ich den gelootet? No. Die
guten Credits. Hier liegt noch ein Grendel rum. Oh, der hat auch noch Munition. Den habe ich gänzlich vergessen. Aber euch habe ich, ne? Ja. Mehr war ja hier nicht. Dann können wir jetzt, glaube ich, hochgehen. Gucken wir uns hier um. Da liegt noch ein Toter rum. Der hat noch ein Dietrich-Set. Biegen wir mal hier ab. Der hat auch Dietriche, das ist schön. Oh, hier gibt es noch einen Raum. Geht's denn dahin? Ich hatte in der Nähe einen Tresor. Wir könnten seinen Inhalt nutzen, sofern sie Digi-Dietriche bei sich haben. Ach, das ist dieser Thermoparasit. Das sind die Dinger, von denen die da... Wenn notfalls... Wir sind tot. Wir sind alle tot. Die Kommstation ist zerstört. Der ganze Raum ist zerstört. Wir können keine Hilfe rufen. Ich höre den Terrormorph irgendwo brüllen. Und Leute, die schreien. Hä? Krass. Den stecken wir da hin. Den stecken wir. Gut. Höhlenlose Munition. Leakhaus. Messgerät. Schalldämpfer. Kümmere dich um den Kapitän der Crimson Fleet. Medipack und Nährstoffe. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Es sieht verdächtig nach nichts weiter aus. Das war... Ah, das war das Labor. Hier ist noch ein Munitionspack. Das muss ich auch mit einem Dietrich öffnen. So. Strange. Okay, wir fangen mal hiermit an. Hiermit. Dann haben wir wohl immer noch zwei. Naja, nehmen wir einfach die. Das passt schon. Das. Und das. Bisschen Munition. Dafür ein Dietrich verschwendet. Ich weiß das. Aber es gibt immer eine Erfahrungspunkte. Irgendeine. Blaue Mine. Oh, da ist ein Computer. Terrormorph-Exemplar. Oh, es ist am 15. August 2310. Das ist schon 2 Jahre später. Dank der UC Marines haben wir nun das zweite Puzzleteil, einen voll ausgewachsenen Alpha-Predator. Laut meinen Recherchen stellt eine Gruppe Astrogeologen vor fast 100 Jahren den ersten Kontakt auf einem entlegenen Mond her. Die Kreatur schien nicht indigen zu sein und war allein. Es gibt derzeit keine Aufzeichnungen darüber, wie sie dorthin gelangte, also war es reines Glück, dass die Astrogeologen sie fanden oder vielmehr die Kreatur sie fand. Die Wissenschaftler stuften sie rasch als Orchisio Machina ein, als Killermaschine. Die mit ihrer Terminierung beauftragten UC Marines fanden einen simpleren Namen, Terrormorph. Ich habe den Missionsbericht von damals gelesen. Von 8 Soldaten überlebten nur 2, von denen einer ein Bein verlor. Aufregende Zeiten für die Xeno-Kriegsführung. 20. August. Heute bringen wir das NSI am Terrormorph an. Wenn es wieder so läuft wie zu dem Zeitpunkt, als die Soldaten ihn hier ablieferten, haben wir 15 Minuten, um ihn zu sedieren. Wir sollten keine Zeit verschwenden. Okay, also das heißt, der ist aus seinem Gerät ausgebrochen, weil er ist ja nicht mehr... Also hier ist ja keiner mehr. Ah, da ist das Notfallslate 1. Er ist frei. Der Terrormorph ist frei. Wir können ihn nicht stoppen. Als wir das neurale Steuerinterface zünden wollten, ist er total ausgeflippt. Hat die Sicherheitskammer zerfetzt, als wäre sie aus Papier. In nur einer Minute hat er Michaelson, Korb und Sumatri getötet. Keine Ahnung, wo er sich jetzt befindet. Er ist tiefer in die Anlage. Ein Sicherheitsteam ist hinterher, aber... Naja, viel Glück auch. Sobald ich weiß, dass es sicher ist, laufe ich zur Kommstation und rufe die Kavallerie. Hier spricht Hayden Wynn, leitender Xenobiologe. Ich hätte auf meine Eltern hören und Zahnmedizin studieren sollen.
Warst doch bis dahin ganz begeistert davon, dass es gut läuft. Und dass du der führende Kriegsfürst bist, quasi. Und jetzt ist alles scheiße. Na, da kannst du eigentlich nur hoffen, dass sie das Vieh gekillt haben. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, was tiefer in die Anlage heißt. Sekunde. Wir müssen da lang. Will? Das verwirrt mich. Moment. Da hinten? Geht's da durch? Ich hab jetzt ein bisschen die Orientierung verloren. Hilft das? Ach, da ist eine Leiter. Okay, alles klar. Dann muss ich wohl da hin. Dass es da eine Leiter gibt, hatte ich jetzt gerade übersehen. Tut mir leid. Bin halt auch manchmal ein bisschen langsam, was das angeht. Was gibt's denn jetzt hier? Ich erwarte ja jederzeit diesen Terrormorphen, der uns alle zerfetzen möchte. Oh, hier habe ich eine blaue Schrotflinte. Und ziemlich viele Medipacks. Und naja, jetzt geht's ja wahrscheinlich aufs Dach. Da laden wir mal durch. Und meine Gesundheit ist auch ziemlich im Eimer. Da gehen wir mal hier hin. Antibiotika heilt Infektionen. Das steigert meine Gesundheit. Das macht auch Gesundheit. 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 Käse. Gesundheit. 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 Ach, das kann man essen. Na gut, dann esse ich das. Dann bin ich ja voll geheilt. Das ist ja gut. Ah, ich hatte doch eine Schrotflinte. Vielleicht sollte ich die mal einpacken. Die war auch blau, glaube ich. Oh, krass. Das ist der, den ich habe. Sekunde. Das machen wir... Oh Gott, auf die 6. Und dann, okay, dann probieren wir die da direkt mal aus. Hier wird es ja gleich Krieg geben, denke ich. Ist ja noch irgendwas zu bieten? Die Frontier hat einen neuen Captain? Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Wir könnten natürlich jetzt lügen. Oder wir machen... Genug geredet. Ich muss heute noch woanders hin. Oh, das wird lustig. Denke ich auch. Okay, die Knifte, die hat Potenzial. Ja, ich möchte aber gerne da hinten nochmal gucken. Also, wenn das jetzt keinen stört hier. Die schießen nämlich da aus dem Loch. Vielleicht kommen wir da ja irgendwie hin. Und können die wegnatzen. Sag ich mal her. Ah ne, da ist ein... Ach, das ist das Schiff, was da gelandet ist. Okay, dann ist es ja halb so spannend wie gedacht. Dann schießen die nur wie irre. Kann man hier irgendwas looten? Gibt es hier irgendwas, was epische Kram verspricht? Ich befürchte mich, dass der Terrormorph irgendwo auf dem Plan... Was ist denn jetzt passiert? Warum komme ich denn jetzt hier nicht weg? Aha. Dann machen wir die Oberflächenkarte auf. Und dann können wir... Ja, dann können wir da hinreisen. Ich hänge eh fest. Um zur Loge zu kommen, müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha Centauri-System springen. Das ist der Missionsmenü raus, eine Schnellreise durch. Drücke Tab.